Beitrag zu unserem Project Beauty and Fashion. Wir sind 17 Mädels. Ich hatte euch ja vorgestellt in meinem Trailer-Video, in meinem Informationsvideo, was wir da vorhaben. Eine langfristige Sache aus 17 YouTuberinnen. Wenn ihr euch das nochmal anschauen möchtet, ich verlinke auf jeden Fall gerne nochmal das Infovideo unten in die Infobox. Und heute wollte ich euch gerne ein DIY-Video vorstellen, denn ich habe heute meinen großen Tag. Und ich finde es wirklich toll, selber Sachen herzustellen. Und ich hatte mal wieder richtig Lust drauf, euch ein DIY-Video zu zeigen. Und es dreht sich heute um Lippenbalsame. Ich habe hier so drei kleine Döschen, beziehungsweise ein etwas größeres Döschen, ein kleines Döschen und eine Art Labello-Verpackung, ein Labello-Döschen. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie kann man ganz einfach und ganz schnell seinen eigenen Lippenbalsam herstellen. Weil ich finde das eine super, super schöne Idee. Auch Geschenkidee für Freundinnen, für Familie. Es ist wirklich ganz einfach herzustellen aus Hausmitteln, die man so zu Hause hat. Also aus Öl und etc. pp. Und aus wirklich naturkosmetischen Sachen. Alles auf pflanzlicher Basis und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Es geht verdammt schnell, das werdet ihr gleich sehen. Und es ist einfach super, super schön, wie gesagt, zu verschenken oder einfach mit in die Handtasche zu packen. Besonders diese Idee, seinen eigenen Labello bei sich zu tragen, ist wirklich was ganz Tolles, weil ich einfach auch denke, jetzt ist endlich die Winterzeit vorbei. Der Frühling steht bei uns vor der Tür und ich habe zum Beispiel das Problem, noch wirklich unter trockenen Lippen zu leiden und man hat immer mal wieder so spröde Lippen. Und das muss ja nicht sein und daher dachte ich mir, zeige ich euch das einfach mal, wie man dagegen vorbeugen kann mit etwas Selbstgemachten. Und ich muss dazu sagen, ich habe Pfefferminzöl benutzt und zwar ist das so ein kleiner Tipp. Pfefferminzöl erfrischt die Lippen und das ist wieder so was Tolles jetzt für den Sommer, dass man einfach so ein bisschen, also beziehungsweise jetzt für den Frühling, für den wärmeren Frühling und Sommer, dass man wirklich so ein leichtes, frisches Gefühl auf den Lippen hat. Und auch so ein bisschen für den Duft. Ich würde euch aber auch raten, wenn ihr eher so zum Beispiel auf Zitrusdüfte steht, rate ich euch für den Frühling bzw. für den Sommer ab, weil Zitrusdüfte können Flecken erzeugen. Und das sieht ja auch nicht gerade so schön aus, wenn man dann Flecken im Gesicht haben sollte. Daher rate ich euch für etwas Frisches auf den Lippen und für einen angenehmen Duft ein Pfefferminzöl zu benutzen. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Ich möchte mich kurz entschuldigen. Vielleicht fällt es euch auf, meine Stimme ist angeschlagen. Ich bin seit über einer Woche heiser. Das ist wirklich schon ein sehr guter Zustand von meiner Stimme, weil ich gerade wieder dabei bin, fit zu werden. Aber es tut mir auch leid, dass ich jetzt gerade gehustet habe, aber ich habe wirklich zu kämpfen, also wirklich mit dem Reden zu kämpfen und daher werde ich auch gleich in dem Video, wo ich das euch zeige, nicht wirklich, also ich würde da gar nicht reden und ich wollte es euch nur erklären, dass ich halt krank war, bin und ich mich nicht wirklich gut fühle, aber ich mich tierisch auf dieses Projekt gefreut habe und ich euch das trotzdem machen wollte mit einer angeschlagenen Stimme im Intro und ich hoffe, es wird aber wieder besser und ich habe bald meine komplette Stimme wieder, weil es ist nicht schön, nur eine halbe Stimme zu haben und an der Arbeit nicht singen zu können. Und ich singe sehr, sehr gerne und das ist alles ein bisschen schade. Aber ich will sie weiterhin ein bisschen schonen, deswegen entschuldigt mich, dass ich da jetzt gleich euch nicht viel erklären werde. Aber ich gebe euch schriftliche Infos, wie viel ihr dafür braucht, was ihr dafür braucht, das werdet ihr alles sehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann stellt es mir unten in die Kommentare. Alle Informationen findet ihr aber auch nochmal in der Infobox. Und ihr findet unsere Fanpage bezüglich unserem Projektes auch in der Infobox. Und die Mädels, beziehungsweise das Mädel vor mir gestern und das Mädel nach mir. Die beiden Süßen findet ihr auch unten. Und ich werde sie aber auch nochmal im Anschluss meines Videos am Ende euch zeigen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem DIY Frühlings Feel the Spring Video. Und ja, lasst uns anfangen. Mua!
singing to me.